finde es ein bisschen schade, dass andere Leute nicht so kreativ bauen irgendwo. Also es gibt natürlich schon welche, aber mach's lieber weg. Du Kannibale. Fertig, fertig. Den hauen wir jetzt mal gerade kaputt. Ich muss mal gerade schauen. Tatsache. Es ist noch an. Das hätte schief gehen können, Kollege. Hier, zu dem verrotteten Hasen. Ist ja jetzt eigentlich wurscht, aber... Boah, die nerven echt schon ohne Scheiß. Kann nicht Sinn. So, jetzt schauen wir uns das mal von innen an. Hätte ich das natürlich gewusst, hätte ich das ein bisschen weiter hochgebaut, aber das kann man ja immer noch später machen. Vielleicht hier so ein bisschen in die Ecke so. Gänge auch, ne? Aber ich habe gedacht, im echten Leben würde man ja auch unbedingt ein Feuer direkt unterm Dach hier bauen. Versteht ihr, was ich meine? So, hier Gänge ist noch gerade so. Man würde wahrscheinlich da ein kleines Loch machen oder sowas. Aber hier, seht es euch mal an. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das echt cool finden. Genauso wie ich. Aber hier, die Nachbarn und so. Schrecklich. Schrecklich. Ständig. Honse bisschen Zucker, eine Prise Salz, paar Eier. Guckst du euch an? Der ist doch fett genug. Nee, er kommt ständig wieder. So, wenn wir mal hier hochkommen. Dann zeige ich es euch mal von außen. Habe ich selber noch nicht gesehen, seit es jetzt fertig gebaut ist. Ich habe es ja gerade erst fertig gemacht. Aber hier, es ist auf jeden Fall ansehnlich, sage ich mal. Es ist ganz cool. Ich würde natürlich noch irgendwie gerne ein Dach hinkriegen, aber ich habe es schon ein bisschen probiert, ob man da einen Boden ansetzen kann. Ein Fundament oder sonst was, aber es funktioniert leider nicht. Es geht nur so. Man kann jetzt noch natürlich gucken, ob man irgendwie das Ganze verschönern kann. Ich würde gerne mal auch einen Steg einfach hier hinten irgendwie so ins Wasser ragen lassen. Einfach nur so fürs Aussehen. Das könnte man da machen, aber es ist schade, dass es hier kein ganzes Boot gibt, wo wir dann, als ob ich das hier ansetzen kann. Lol. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und so groß will ich den auch gar nicht. Wollte ich den auch gar nicht. Also direkt ans Haus baue ich keinen Steg. Ich guck mal gerade hier hinten. Da können wir auch gleichzeitig mal schauen, wie das Ganze so ausschaut. Machen wir hier so. Den machen wir maximal 4. Oder gerade so hier. So. Gehen die nicht bis ins Wasser runter? Das sieht ja ein bisschen dämlich aus, wenn die in der Luft hängen. Wir müssten es einfach mal testen. Ansonsten reiße ich das direkt wieder ab, weil das sieht ja ein bisschen dämlich aus, wenn das so in der Luft hängt. So, also noch 2-3 Mal drauf. Natürlich sind wir da drin.
Warum gehen die denn nicht bis zum Boden? Das sieht doch dumm aus. Ne, das will ich schon so nicht haben. Das wäre ein bisschen. Also von hier aus gesehen. Sieht es doch nicht schlecht aus. Das war natürlich nicht einfach nur so, sondern wir brauchen ja das Fell und so weiter. Wobei, wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, könnten wir eigentlich in dieser Folge auch wieder aufbrechen und einfach mal, oh, ich glaube, ich weiß jetzt gerade gar nicht, doch ich speichere mal kurz, tut mir leid jetzt, ich will nur nicht, dass das Spiel abschmiert und dann die Stämme wieder wechseln, weil ich habe echt ein bisschen, also hier die, ich habe echt ein bisschen dafür gebraucht, bis die gerade gestanden haben. Aber ziehen wir einfach mal los, wieder Richtung Wintergegend. Ich habe auch noch einen Plan mit der Falle. Ich habe nämlich so ein Gefühl, so eine Ahnung, wie man die Waschbären ganz gut fangen kann. So, noch ein paar Steine mitgenommen. Euren Scheiß könnt ihr wieder mitnehmen. Das hier ist mein Gebiet. Okay. Das ist meins. Ob ihr hier seid und nicht. So, also ich denke, wir brauchen hauptsächlich jetzt wir brauchen hauptsächlich, glaube ich, Hirsch. Gibt es bei uns in der Gegend ja genug. Oder Reh. Und Wildschwein auf jeden Fall. Wir wissen ja, wo wir sie letztens getroffen haben. Da gehen wir jetzt einfach mal hin und schauen, ob wir die nochmal erwischen. Boah, ich bin eigentlich heilfroh, dass Wildschweine so leicht zu fangen sind. Weil ich weiß, im echten Leben wäre es sicher nicht so leicht. Also ganz ehrlich, mir passt das die Grafik irgendwie überhaupt nicht. Ich habe auch schon ein bisschen an meinem Bildschirm versucht rumzustellen, aber für mich ist das einfach zu hell. Die müssten hier den Himmel mal ein bisschen bearbeiten. Sonne schön gut, aber es ist einfach wirklich viel zu hell. Die ganze Zeit über ist es grell in dem Spiel. Es müssten mal, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr Wolken. Aber nicht negativ, sondern einfach Wolken. Bei strahlendem Himmel auch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da so schnell welche finden. Boah, einfach. Hallo, was ist mit dir, ey?
wegrennen oder was? Nummer 1 haben wir. Wo ist die Sau? Wo ist sie? Ich glaube, ich habe eigentlich daneben geschossen, aber wurscht. Wir haben sie. Ist eigentlich immer ein bisschen schlimm, dann direkt so wieder nach Hause zu gehen, aber es ist so blöd gemacht, dass man den Scheiß halt einfach irgendwie in die Tasche packen kann. Man muss es tragen. Aber ich nehme an, das ist das notwendige Übel. Boah, laufen da viele rum. Oh, und da sind noch zwei Fette, Alter. Was geht denn mit denen? Alter. Waren die gerade eine übelste Jagd auf mich, oder was? Ja. Ich frage mich, ob die sowas wie Warnruf machen. Genau, der Vetter kommt halt an. Was ist los gerade mit dem? Da unten laufen die rum. Sie haben sich alle verschworen. Und da ist noch eine alte. Anscheinend ziehen die hier alle gerade irgendwie ein bisschen lang. Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht mehr weit, und ich glaube, wir bauen mal einen Fellständer. Ich hätte irgendwie Lust. Ich habe immer so irgendwie ein paar Bilder im Kopf, wie ich etwas bauen könnte, und dann kriege ich auf jeden Fall irgendwie auch Lust. Nur manchmal dann, wenn ich im Lager bin, habe ich so irgendwie kein Bild mehr so dafür, weil ich stelle mir das immer so vor, ich hätte. Aber mir gefällt der Waldboden einfach nicht so ganz. Ich muss mal gucken, wie der Boden aussieht, wenn man Steinwege legt. Aber ich zeige euch mal, wie ich das ungefähr gemeint habe. So, das Teil brauche ich oben auf jeden Fall nicht. Das muss ich ja unten aufhängen. Wir haben hier schon so einen schönen Wildschweinkopf, ne? Hängen wir diesen einfach mal hier in der Nähe des Kamins auf. Da haben wir ja nur hier den. So. Das sieht doch schon cool aus, und dann könnte man dazu den Bogen hängen, mit dem man ihn geschossen hat. Praktisch. So, das haben wir. Wir können noch ein bisschen Fleisch aufhängen, was essen. Und den Fellständer. Den brauchen wir ja nicht unbedingt hier drin. Okay, das Problem ist aber, wenn ich ihn jetzt draußen hinbaue, ich kann ja... doch, bauen kann man die eigentlich. Kaputt machen können die das ja nicht. So, also ich habe mir das Ganze so vorgestellt. Ich nehme jetzt einfach mal gerade hier.
machen wir das hier einfach mal gerade. So, hier liegt wohl kein Stamm mehr, so wie es aussieht. Okay, hier drinnen. Hier haben wir noch einen. Ich will sie nur verbaut haben, damit man dann hier jetzt gerade nicht rumfliegen hat. Hier vorne liegt noch einer. Alter, wenn ich das nur höre schon. Nerv nicht. Okay, ich müsste eh die Nacht überspringen. Vielleicht sind sie ja dann weg, die Kerle. Es geht nicht. Wir essen mal. Oh, ne, wir essen mal nichts. Wir trinken aber mal. Wir haben hier noch eigentlich eine ganze Etage, die wir ausbauen können. Aber ich weiß noch nicht genau wie. Müssen wir mal gucken. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ah, da habe ich auch noch Dynamit. Das ist gar nicht so schlecht. Hier können wir auch noch einiges lagern. Hier können wir uns auch blöd hinsetzen. Eigentlich wäre es cool, wenn ich den Tisch genau da drunter baue, oder? Das wäre doch geil. Ja, das wäre besser. Aber soll ich dann den jetzt abreißen? Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwas kaputt geht. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Okay, Glück gehabt. Weil es ist einfach, es ist wirklich besser so. Weil das sah irgendwie nichts aus. Und ich meine, wenn man jetzt so schön wie halt im echten Leben, sage ich mal, so cool. Ja, wie rum machen man? Es müsste aber wirklich mittig sein, ne? Entweder so oder so. Ich würde sagen eigentlich so. Ich hoffe, das ist jetzt ungefähr mittig. Ja, das passt doch. Das passt auf jeden Fall. Und dann einfach dazu, auch wenn es teuer ist, die Stühle. Machen wir hier so ein. Ja, bin ich mittig, ja. Machen wir so einen hier hin. Natürlich noch einen. Andersrum, ha? Das Problem ist, ich weiß nie so genau, wie nah ich dran stehe. Machen wir den einfach mal nah.
Bin jetzt nicht so sicher, ist die jetzt kaputt oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass der Boden jetzt hier kaputt ist. Ich hoffe, wenn er kaputt ist, dass man ihn reparieren kann. So, nicht zu weit weg, ne? Das passt schon. Dauert natürlich dann ein bisschen, aber das sieht dann auf jeden Fall ganz cool aus. Und dann machen wir rundherum halt noch irgendwie mehr Kulisse. Okay, gucken wir mal, wie sieht es hier draußen aus. Wir haben ja genug Fleisch, also wir können auf jeden Fall essen. Frisch gestärkt. Gehen wir noch mal kurz nach oben. Gucken, ob wir noch was aufhängen können. Jawohl, können wir. So, hier hinten noch eins. Damit der Scheiß nicht verdirbt. Und wir können die Nacht überspringen. Das sieht super aus. Und jetzt zeige ich euch, nachdem wir gegessen haben. Jetzt zeige ich euch, wie ich das meinte. War mir schon fast ein bisschen klar. Wir nehmen den hier mal gerade mit. So. Stellen ihn hier einfach mal so ein bisschen hier zwischen die Bäume. Noch ein kleiner Snack. So, eigentlich. Passt. Aber ich weiß nicht, die Stelle hier oben gefällt mir nicht so ganz. Ich wollte. So. Eine gerade Stelle in dem Bereich hier. Hier, ah, hier ist das Tor. Ja, gut, Okay, die Zeit ist schon wieder abgelaufen, aber wir haben ja immer noch ein bisschen Spielraum. Ich müsste eigentlich echt mal wissen, ob die Folgen zu lang sind. Findet ihr, die Folgen sind zu lang, diejenigen, die das gucken hier? Oder passt das? Kann man dabei gut chillen? Oder was essen? Ah, gut, was ich halt eben zeigen wollte, ist einfach. Ah, der Platz hier, der geht doch. Oh, was kann man denn damit machen? Kettensäge mit Licht. Okay. Habe ich noch gar nicht gesehen, wie das aussieht. Aber brauchen wir jetzt nicht, oder? Brauchen wir jetzt nicht. Okay, dieser Platz hier auf jeden Fall. Der gefällt mir ganz gut. Wäre halt gut, wenn wirklich die Bäume hier an der Stelle dann auch nicht nachwachsen würden.
hat mich ein bisschen gestört, weil irgendwie hat man gar nichts mehr gesehen. Sag mal, ist der krank oder so, Alter? Wie oft der was saufen muss? Ich bin hier normal. Und der schafft immer was. So, bevor die hier wieder alle wegkullern. Schnell verbauen. Das sollten ja jetzt, glaube ich, alle gewesen sein, die hier so lagen. So, auf jeden Fall hier. Es ist aber wirklich ein bisschen nah. Ich glaube, ich brauche es wirklich einfach da oben hin. Auf diese Lichtung hier. Und zwar, was ich meinte, ist hier das Felllager. Sagen wir einfach mal, deswegen ist es kacke wegen den Dreckspflanzen hier. So. Eins ein bisschen, ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man das, sage ich mal, so ein bisschen als Town benutzen würde. So, der Baum müsste noch weg, aber... Ja, sagen wir mal so ungefähr so. So ungefähr, dass dann da das ganze Fell lagert, was man über die Zeit einfach so zusammen bekommt. Aber wir machen einfach mal hier, bauen das fertig, dann haben wir schon mal einen und lagern da auch einfach mal direkt Hase, 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 Hase. Okay, machen wir mal aufs nächste Wildschwein. Und sonst haben wir gerade keine, aber dann haben wir schon mal so einen Anfang. Die machen wir mal wieder weg. Einfach nur, dass wir hier wenigstens mal ein Lager haben. So schlecht sieht es an der Stelle jetzt hier auch gar nicht aus. Machen wir einfach mal irgendwas dahin, dass man das... auch sieht oder so, ne? Vielleicht hier so eine... Machen wir die hier so in die Ecke, ne? Dann haben wir die nachts hier direkt am Harz und dem Vogelhäuschen und dann haben wir hier unser Fell. Schlecht sieht auf jeden Fall nicht aus. Und wir sind ja sowieso schon am Ende angelangt, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.